Willkommen, Freunde, zu Remothered. Ich hatte ja das Intro schon mal hochgeladen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an mit dem Game. Da wird das Intro zwar auch nochmal laufen, aber es kann sich gegruselt werden, hoffe ich doch. Oder auch nicht. Wir schauen mal. So, deine Aktion bestätigen, damit werden die Daten ausgespeichert, Slots überschrieben. Genau, so machen wir das. Möchten Sie vor dem Start eine Zusammenfassung der Ereignisse haben? Nein, das wollen wir nicht. Ich glaube, wir beginnen direkt im Keller. Da bin ich ja mal gespannt, wie das läuft. Das wird schon übel werden. Oh, Modus Presents. A Daryl Arts Game. Are you suffering from a broken heart? Are you a survivor of abuse? A war veteran? You must be suffering from post-traumatic stress disorder. We have the solution to your problem. Phenoxyl. It isolates and removes your torment, be it an old traumatic event or a bad memory. Say goodbye to restless nights and constant churning over it. Forget about it forever. It's finally possible with Phenoxyl. Monsters. Phenoxyl. Also sie hat auf jeden Fall keine Angst, dass sie irgendwer verfolgt, weil sie hat ja ein Gerät, mit dem sie irgendwie schießen kann. Sieht aus wie so ein Bolzenschussgerät. Ach, hat sie gar nicht. So, interessant, vielleicht dreht sie gerade durch. Sie hat auf jeden Fall den Fernseher mal einmal gemacht. Ah, doch, hat sie doch. So, dann nur mit Schießen. Die Memories would wander autonomously in search for answers. For a common ground. Und hier versteckt. Fractured by spells of amnesia, hallucinations and emotional swings. Das ist wieder seltsam, das zeigt er jetzt wieder hier nicht an, doch. Overlapping and threatening one another. Ich hasse ja Spiele, wo man sich verstecken muss. Sag ich ganz ehrlich. Mag ich eigentlich überhaupt nicht. Jetzt sogar noch das Licht ausgegangen, das ist ja noch besser. Was haben wir überhaupt für Möglichkeiten hier? Erstellbare Gegenstände. Können wir auf jeden Fall mit schießen. Also wenn ich an ihrer Stelle wäre, ich hätte die Schuhe ausgezogen. Die klackern ganz schön. Kannst du dich nur mit verraten. Hat sie was aufgenommen, aber was hat sie denn aufgenommen? Sind hier irgendwie ein Inventar? Ziel sammelbares Tutorial. Ah, schöner Spiegel mit einer komischen Uhr davor. Ja, hier ist auch was. Korrosionsschutz hat sie genommen. Okay. Ich hoffe ja, dass wir den Typen oder irgendwelche Leute umschießen können und uns nicht verstecken müssen. Von Tisch zu Tisch springen. Nice move, würde ich sagen. Das hier. Ich dachte, das wäre eine Sprechanlage, aber hätte auch Strom zuvor sein können. Ist was? Ah, wir können auch runter.
Ich hab's auch noch gar nicht gespielt. Ich kenne die Steuerung auch noch gar nicht. Dafür wird es hier nicht so ruhig bleiben. Da kann man von ausgehen. So, hier der ganze Keller ist eingestürzt. Das heißt, hier kommen wir auch gar nicht raus. Sieht's denn da oben aus? Können wir hier rein? Springen geht ja nicht, ne? Springen mag sie nicht. Außer von Tisch zu Tisch. Aber da oben in die Kanalisation oder so? Oder besser gesagt, nee, das sind ja keine Kanalisation. Lüftungsrohre sind das. Eine Lüftung. Lüftungsanlage. Da möchte sie nicht springen. Ich muss sicher sein, dass sie mich nicht finden. Hey! Warum kann ich den nicht erschießen? Baller auf den rum und da passiert nichts? Oder was soll das denn? Kann ich ja eigentlich laufen? Nee, ne? Entweder das gehört dazu oder ich hätte vor dem abhauen müssen. Ach, das ist der Anfang. Ach, alles klar. Bin schon gewundert, ey. Ich baller da auf den rum, ey. Oh, schon wieder geiler, epischer Anfang mit Schnee und geiler Musik. Wow. Sehr atmosphärisch, sehr geil. And are you really suggesting that all this time these people kept these experiments synthesizing this parasite, the moths, that were carried out on the nuns at the plantation a secret, making them intentionally ill as if they were lab rats? Just for this drug? The Phenoxyl. The farm, the moths. The hypnosis. And all those deep and dark family secrets. Family secrets are very dangerous. The most dangerous of any kind. The only way to survive was burying them so far down inside ourselves, and to move on. Richard Felton, Ariana Gallo, Professor Wyman, the Ashman sons, Stefano and Gloria Ashman, they all made a choice. And so did I. So you chose to forget? For 49 years. I left a part of me behind at that time. I did everything they asked of me. Forget. But one day, that missing puzzle piece resurfaced, like dirt stuck beneath your fingernails. It is there, and always has been. Sometimes it is a song, a lullaby, or a certain item. But for me, that missing puzzle piece was a special person. A lonely one, just like me. Oha. Ja, da hat sie recht. Die meisten Geheimnisse gibt es in den Familien. Da hat sie gar nicht so unrecht. Das heißt, wir gehen wieder zurück in die Zeit. Yes. Hello? Who is this? Ashman? Mr. Ashman. Andrea. Nur hätte er sich beinahe verraten. Shall I let her in? Go on.
sit down. You know why you're here, young lady, don't you? Der redet mit uns nicht, also durchsuchen wir hier mal die Zimmer, obwohl das ist ja Blödsinn. Ich glaube, wir gehen mal hin zu ihm und reden mit ihm. Muss hier wahrscheinlich setzen. Genau. Weil während er im Raum ist, I am willing to turn a blind eye to the money and the cigarettes. Don't be fooled into thinking that I don't know about them. But for everything else, I refuse to do so. This is not a tourist resort, nor a playground. Breaking an entry? Larceny! What plans did you have for that gun? For God's sake, Jennifer, tell me! I don't know anymore. It seems you are a magnet for trouble. From what I'm reading, you caused a lot of hassle, especially at the Flemington Girls Institute. Other girls similar to you ended up straight in juvie. Did you know that? All I can do is apologize. I can assure you, I never intended... Young lady, what are you running away from? You are safe here. You can talk to me about it. I'm serious! Very well. We will have to talk about this again. Considering what has happened, I have made arrangements to give you new chores. You will help Eliza in the kitchen. But sir! You will do your best. I've always done my best here! I seriously doubt that. When you become of age, you will do as you wish and as you see fit. But until then, you are under my care and you will do as I say. Run along now. Ich finde, ihre Stimme passt nicht so ganz zu der Figur, weil die ziemlich jung aussieht. Aber die Stimme klingt sehr erwachsen. What do you mean? She insisted that I send you elsewhere. Instead, I have organized to have her transferred to another facility. They will be coming to collect her next week. You may leave. The bathroom in room number 212 has to be cleaned. Oh, and don't forget that you'll be helping Elisa in the kitchen after lunch. Okay. You've really done it this time. Raum Make sure that the two of you okay. don't get him agitated after his parents' death. Mr. Ashman Jr. did everything by himself here. What happened to them? Dead, my dear. Like all those who grow old. And I'm sure the mourning sped up the process. Mourning? For the nearby convent. Have you seriously not heard of it? The convent just went up in flames one day. Even this building was partly damaged. A dozen nuns died in that fire. Mr. Ashman's sister, Gloria, being one of them. That's terrible. They had contracted some sort of disease. They practically went blind. They had gone mad. And that Dr. Wyman? Sure as hell didn't help them. Poor girl. She was locked up in there by her own parents. Why? Hi, Jen. Oh, Andrea, I'll start with room 213. Sind ja alle am Raum putzen hier. Aber ich wurde wenigstens hingebracht zu dem Raum, den ich putzen muss. Na, das ist ja mal nett. Did Mr. Ashman have something to do with it? Shh! Lower your voice! You'll get us thrown out of here. It seems that Mr. Ashman had the bad habit of touching his little sister. Oh, God! Obviously. The parents didn't like this at all. So they sent him to a family relative in the north and his sister Gloria to the convent. If it were me, I would have done the opposite. For him, the arrangement only lasted a few months. For her instead? Well, that's another story entirely. He had always been mommy and daddy's sweetheart. Harte Nummer, ne? Sich an seiner eigenen Schwester da so unsittlich vergeht, ey. Mann, Mann, Mann. Was haben wir hier? Hol das Beste aus Gegenständen raus. Du kannst Gegenstände kombinieren, um leistungsfähigere
Werkzeuge zu erschaffen, öffne das Inventar mit Y und wähle deine Fertigkeiten. Gegenstände, fertigen, okay. Insektizid haben wir bekommen, okay. Was macht man denn mit einem Insektizid? Was will man denn damit verbessern? I can't believe I'm still dragging around this lice-infested suitcase. I've had it since I was at the Flemington Institute. Auch krass, ne? Man überlegt so. Sie soll hier den Raum säubern und klaut erstmal hier alles. Mottenschlüssel. Darf man eigentlich auch nicht so richtig drüber nachdenken, oder? Messer. Mann, die soll hier putzen. Und sie klaut hier erstmal fett. Gehört zwar zu unserer Aufgabe, aber kann man schon kritisch bewerten. Das habe ich schon mal irgendwo gehört. Alter. Fucking Hellman, you scared me! Oh, I'm sorry. Ever heard of knocking? No way. It is so last year. Everything okay with Ashman? Of course. Fantastic. Never better. Everything is great. He got angry, didn't he? Why would you care, Lynn? Tell me. I was just asking. Asking what? It's none of your business. What are you talking about? You can't be upset with me forever. I'm trying not to be, but my arm keeps reminding me. I didn't mean to. It was only an accident. Do you have any idea how guilty I feel? Then please, I feel so shit about it. I didn't want it to get to this point. I already know it all. Ashman told me everything. What are you talking about? You suggested to him that I be transferred elsewhere. Is that what you wanted? You're really a bitch sometimes. A bitch who let herself be fooled. But no, in the end, you withdrew yourself. You didn't want to get in trouble. I didn't want to get in trouble. Well said. You think we would have gotten away with it, right? Go away, Lynn. Leave me alone. No! You're going to let me speak. Go away! Just please! Open the fucking door! The door! Fuck you, Lynn! Fuck you! Hey, da war harte Worte hier. I thought we knew each other, but I was wrong. Go away. Thank you. Ich habe das übrigens falsch verstanden, dass sie sollte nicht das Zimmer 202 reinigen, sondern das ist ihr eigenes, glaube ich. My God, I have to leave this place at once. Oh, ein gruseliges Haus hier. Achso, ich dachte schon, sie will sie in der Schublade verstecken. Hier, da ist nichts drin. Na, und wieder hat sie geklaut. So, können wir denn schon mal was kombinieren hier irgendwie? Wie funktioniert denn das? Scrollen, erstellen. Ammoniakflasche. Verteidigungsgegenstände. Ausrüsten. Ah, geht noch nicht. Ablenkungsgegenstände. Okay. Wie zieht sie denn oben ihr Messer? Okay, aber ich denke mal, das kommt noch. Hier ist noch eine Vase. Ach, ein Mottenschlüssel schon wieder.
Oh, das sieht ja geil aus, ne? Schnee draußen. Jetzt hat sich hier drin versteckt, das ist ja schön. Können wir hier wieder nur raus. Sag mal, ist hier oben nicht noch ein Bild? Können wir da nicht irgendwas machen? Ja, aber hier ist noch was. Ein Schraubendreher. Unten ist auch noch was. Noch ein Messer. Noch ein Schraubenzieher. Noch ein Messer. Noch ein Schraubenzieher, noch ein Messer, noch ein Schraubenzieher, noch ein Messer. Ist das hier Schraubenzieher-Messerlager? Was ist denn da los? Achso, sie kann ja auch runter. Ist da noch irgendwas drin? Insektizid hat sie bekommen. Naja, auf jeden Fall klaut sie wie eine große. Aber. Oh mein Gott, Jen, you look like hell today. Wie selbstkritisch, dass sie sagt, sie sieht heute selber schrecklich aus. Oder fühlt sich halt schrecklich anscheinend. Lynn? Ja, Lynn hast du erstmal vergrault, würde ich sagen. Okay, hier ist abgeschlossen, hier geht's nicht raus. Okay, hier können wir uns verstecken, das ist schon mal gut zu wissen. Falls jemand kommt. Nehmen wir mal aus, ich mag das nicht, wenn ein Fernseher nur Schnee hat. Oh, hier sind einige Schubladen. Scheint aber nichts drin zu sein. Nochmal runter, nee, da ist auch nichts. Ne, da ist auch nichts. Machen wir die mal zu. Können wir auch zumachen. Ist das hier eigentlich ein Tresor oder? Ja, die können wir wieder zumachen. Wir machen hier Türen auf und Türen zu. Türen auf und Türen zu. Ich weiß gar nicht, was wir ständig suchen. So, da ist ja auch wieder ein Messer drin. Ah, das können wir jetzt nehmen, okay. Wir müssen uns mal angewöhnen jetzt bei dem Game hier, dass wir öfter mal die Position wechseln. Okay, so geht das. Alles klar. Können wir... Hier ist auch noch eine Zeitung. Was bedeutet das? Wenn das ein Joke ist, ich mag es nicht all in. Verschwinde. Hotel will reopen in late spring. Until then, I will only see the same ugly old faces. Tja, ich glaube, hier haben wir dann die Flasche noch übersehen. Übernehmen können. Ansicht wechseln, ja. Das ist so ein bisschen komisch gemacht hier. Das ist die Steuerung, die ist so ein bisschen merkwürdig. So, jetzt haben wir es fast gehabt hier. Weiß nicht, warum die Spielehersteller das immer nicht so richtig hinbekommen. Weil du irgendwie falsch stehst, war es das schon wieder. Ah, hier ist... Achso, nee, das ist auch nur eine Schublade. Ist jetzt das Badezimmer okay, aber es muss doch noch eine andere Tür geben. Ach hier, das hier. Die Tür, die uns auf den Flur führt. Ja, hat sie auch noch eine Schaufel mitgenommen. Ey, die ist ja... Die klaut ja wie ein Rabe, das ist ja unglaublich. Ah, alles klar.
Verstecken und klauen ist hier gut auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, was hier für ein Charakter spiele. Klar, die diebische Elster. So, mach schon die Tür auf. Ist da was drin? Nee. Da was drin. Wieder Messer, aber wir haben ja so viel Messer. Ja, aber können ja nicht schaden. Also ich habe ja... Ich überlege... Ich habe ja mit dem Bolzenschneider da auf ihn geschossen am Anfang. Das war ja quasi nur ein Rückblick. Und ich glaube nicht, dass er sich von so einem Messer abschrecken lässt, von so einem Brotmesser. Gehen jetzt mal in die Richtung. Und... Oh, das Bild sah eben übel aus. Locked? Oder war das ein Foto? This door has never been locked before. I'm exhausted. Boah, das Bild sieht echt übel aus. Scheint auch nicht zum Einsammeln zu sein. Wieder ein Messer, das gibt's auch nicht. Das Land der Messer. Okay, halten wir mal fest. Hier geht's zur Lobby, da war aber zu, ne? Hat sie ja gesagt, genau. Das ist ja noch, also das war ja noch nie so, dass das irgendwie geschlossen war. Was ist das für ein Zimmer? Ist auch zu. The Launch Room. It's time to eat. Heftig, was geht da ab? Who is that tray for? Who are you talking to? Neugierig wie wir sind, müssen wir uns das natürlich erstmal angucken. Schon wieder das Pfeifen. I don't understand. There aren't any guests at the hotel. Who could have ordered a meal? What the hell does Acherontia mean? Das fehlgeschlagene und kontrollierte Acherontia-Vermehrung. Sie hat sie bei lebendigem Leib gefressen. Da ist bestimmt eine Ratte drin oder so, oder? What the fuck? What the hell did they do to you? Alter. You know me. I'm Wyman once upon a time. Andrea, you're hurting me. It's part of all of us. Alter, wie sieht sie denn aus? Oh, hör doch mal auf immer. Es geht mir so ein bisschen auf den Sack hier. Wo ist eigentlich das Telefon hier in der Lobby, was sie gesagt hat? Ich finde, was? Hab gar kein Telefon gesehen in der Lobby. Hier sind wir in unserem eigenen Zimmer.
working my ass off. Können uns hier verstecken. Was überhaupt keinen Sinn macht. Weil das eine Glastür ist und die ist durchsichtig. Ich hab doch ein Messer, warum kann ich den nicht zustechen? Lobby war doch auch zu, da sind wir doch gar nicht reingekommen. Durchgeknallt, die Alte auf jeden Fall. The only one who actually gets any work done around here is me. Sie haben immer noch kein Telefon. Das ist der Launch Room. So schleichen. Achte darauf, dass man dich nicht hört. Auch wenn sie etwas anderes ansehen, können sie. Verfolger bemerkbar, wenn du Geräusche machst. Duck dich und geh langsam, um sicherzustellen, dass du nicht gehört wirst. Manchmal sind Verfolger nicht alleine unterwegs. Nimm dich vor allem in Acht, was dich hören und den Fahren anlocken kann. Okay. Andrea, what the hell is going on with you? This is all so surreal. I won't open my mouth. I'll keep everything to myself. Ah, sie hat mich gesehen. Das ist ja scheiße. So, dann lauf endlich mal weg. Lauf weg, sage ich. Lauf weg. Laufen. Laufen. Mit RB. Alter, das ist doch kein Wunder, dass das Game scheiß Bewertung bekommen hat bei Steam. Das ist doch nicht normal. Ist denn das für ein Scheiß? Was haben die denn da zusammengebaut? Ey, du willst gehen und laufen? Mach du einfach nicht. Fuck, I've been hurt. So, natürlich total in die falsche Richtung. Where were you hiding? Jetzt läuft sie. Ja, sehr schön. Funktioniert auf einmal. Ein Wunder ist geschehen. Der Lounge ist natürlich zu. Komm, versteck dich in den Schrank, aber es geht ja nicht, weil sie ist ja schon da. Das heißt, wir gehen erstmal bei uns in den Raum. Geh rein hier. Mach die Tür zu. Ah. Oh, Alter, die Steuerung ist echt sowas und Popo. Girls. Filthy girls. Wir bleiben jetzt hier in der Ecke erstmal hocken. Bleibt uns erstmal nichts anderes übrig, weil die ganz tolle Steuerung so einen kleinen Strich zwischen die Rechnung macht. It would be best if I just told him I don't work with crybabies. Strich durch die Rechnung macht, heißt es. This is supposed to be a hotel. It feels more like an orphanage. So, jetzt gucken wir mal. Schleichen wir uns jetzt erstmal in die Richtung. Wahrscheinlich ist Laufen auch gar keine gute Option, sondern wir müssen erstmal schleichen. Aber man hätte an der Steuerung was machen können, also Kritikpunkt auf jeden Fall. So. Hier ist erstmal nichts. Auch kein Telefon.
Die Lobby, die sie meint. So. Die ist auf jeden Fall zu. Und ich soll da aber Hilfe rufen vom Telefon aus. Ist auch zu. So, die wird natürlich hinten in ihrem Raum sein. Ist das eine Nähmaschine, die sie da bedient, oder? Da kann man sich auf jeden Fall verstecken. Mal gut zu wissen. So. Wie weit kann ich reingehen, ohne dass sie mich sieht? Dass ich aber weiß, was da in dem Raum los ist. Andrea, what the hell is going on with you? This is all so surreal. I have a migraine. And it's all their fault. So, und wenn man mal guckt. Kann sie mich theoretisch gar nicht sehen. Wenn ich mich hier lang schleiche. The only one who actually gets any work done around here is me. Natürlich auch auf der Flucht klauen wir noch. Messer hatte uns überhaupt nichts gebracht. Ganz ehrlich. Es ist mit dem Schleichen natürlich gar nicht so verkehrt. Jetzt müssen wir erstmal ein Radio, wenn wir das jetzt einschalten, oder nimmt sie das mit? Gucken wir erstmal, was sie macht. Also sie nimmt's mit, okay. Ja, die klaut echt wie ein Rabe. Kofferradio hat's auch mitgenommen. Wobei die alte, die mit Messer auf uns losgeht, die ist auch nicht ganz frisch. So, was haben wir denn hier? Vermute mal nicht, dass wir hier Telefon finden. Okay, Elektrikmädel ist nicht so dein Ding, merke ich gerade. G steht für gönnen und dann nimmt sie das natürlich alles mit hier. So, auf jeden Fall jetzt irgendwo zum Telefon kommen. This must be the hotel's older wing, the one which was engulfed and destroyed by the fire. Ich muss sagen, ich habe erstmal die Schnauze voll von Klauen und Durchsuchen hier. Okay, das ist zu. Kann natürlich sein, dass wir dadurch dann in die Lounge kommen und von da aus dann das Telefon dienen können. Auch zu. Okay, Glockenspiel. Genau, nimm alles mit. Alles, was hier rumliegt.
So, das war mal früher ein Kino, Cinema Room. Das war auch zu, oder? Ja, die Tür war auch zu. Das Fenster raus können wir auch nicht. Genau, mitnehmen. Zu. Auch zu. Nee. Okay, nee, dann gehen wir mal in die andere Richtung. Ich will mal gucken, ob wir am Fenster irgendwas finden. Ob wir die Möglichkeit haben. Nee, wir kommen gar nicht ran ans Fenster. Schade. Okay, dann muss ich doch wieder zurück. Schade, dass ich keine Karte von dem Haus besitze. Dann wäre ich auch schon längst weg. Aber so richtig weg, also so mit schnell raus und weglaufen. Jetzt müssen wir mal schauen. Also die Treppe runter hat uns nichts gebracht. Da waren wir ja schon. Hier können wir uns verstecken. So, wenn sie da ist. Wo gibt's denn noch einen Ausgang? Es gibt die Tür, das ist der Exit. Da bin ich rausgegangen. Ach, da links ist noch eine Tür. Die auf? Ne, die ist zu. Wo soll ich denn das Telefon finden? While they're wandering around the house, I am here, working my ass off. Da liegt ein Brief, der interessiert mich aber nicht. Ah, hier ist eine Klappe. Gut zu wissen, da komme ich halt raus. Hier ist ein Schrank. Wo ist dieses blöde Telefon? Das ist doch immer noch die Aufgabe, ne? The only one who actually gets any work done around here is me. Lounge-Room. Ist der Raum von ihr. I'm so tired of all this. I just want a break from it all. Wenn ich wenigstens ein Telefon sehen würde. Ich sagen, okay, ich kann sie. Könnt ihr sie mit irgendwas ablenken?
Das hier stecken wir auch noch ein. So, und jetzt ist ja... Ist ja geradeaus die Tür, wo wir durchgegangen sind. Die ist auch zu. Ja, wir sind in der Lounge und haben kein Telefon. Da ist ein Telefon. Bitte hätte keine externen Anrufe, um die folgenden Zimmer zu kontaktieren. Befolgen Sie bitte die Instruktion. No, no, no. Oh, there's a freaking padlock. I told Ashman. Where could the key be? We didn't need desperate children. Okay. Entsperre das Telefon in der Lounge und benutze es. Ich kann aber hier auch nichts bewegen. Noch mal im Keller. Um das Telefon zu entsperren, bräuchte ich ja wahrscheinlich einen Schlüssel. Da waren ja auch Schubladen, die ich hätte benutzen können, glaube ich. Okay, da kann ich mich verstecken. Was ist das hier eigentlich? Das ist ja nur der Stromkasten, ne? Kann ich da auch irgendwas verdrahten oder so? Naja, aber oben das Schloss, da brauche ich ja einen Schlüssel. Das ist ja... Ja, wie soll ich sagen? Da geht es ja mehr darum, dass ich den Schlüssel nehme, um das Schloss aufzusperren. Da geht es ja nicht um irgendeine Telefonumleitung. Gucken wir mal, ob wir da an ihre, an den Schubladen bei ihr irgendwas nehmen können, dass wir da einen Schlüssel finden oder so. Das wird aber echt übel. Es sei denn, wir finden hier noch irgendwas. Eine Schublade oder so, wo was drin sein könnte. Eine Flasche hat sie noch mitgenommen. Man, das ist ja ein ganz komisches Phänomen. Man ist ja selber jetzt auf einmal so leise. Was ist denn in der Sprache? While they're wandering around the house, I am here, working my ass off. Wo könnte denn dieser scheiß Schlüssel sein? Girls. Das finde ich jetzt noch mal ein bisschen übertrieben, dass wir hier kurz vor ihr hocken und sie nichts merkt. While they're wandering around the house, I am here. Wo könnte denn dieser scheiß Schlüssel sein? Es ist so dunkel, man sieht hier überhaupt nichts. Hat sie mich entdeckt? Damn, now they know where I am.
I will open up your belly! Das ist ja Schwachsinn. Ich hocke einen Zentimeter neben ihr. Zweimal. Da passiert überhaupt nichts. Und jetzt, wo ich auf einmal die Schublade aufmachen will, da sieht sie das, oder wie? Der hat gesagt, ich habe keine Lust, Schlüssel zu suchen, aber ich glaube, ich muss jetzt hier wirklich alles durchsuchen wieder. Und zwar in dem alten. The only one who actually gets any work done around here is me. Kofferradio. Den Brief haben wir schon gesehen. Wandering around the house. Und zwar am hier working my ass off. Schauen wir jetzt hier mal in dem alten Trakt, wo sie vorhin gesagt hat, hier hat's wohl gebrannt oder so. Mephistopheles. I've always hated it. I told Ashman that we didn't need desperate children. Ach, liegt hier einfach mal so rum. Eine kleine Flasche. Hier auch. Wenn ihr alles so einsammeln kann. Ich glaube aber, das war auch so ein bisschen die Kritik an dem Spiel, dass es irgendwie noch nicht so richtig ausgereift ist. Natürlich super, wenn wir jetzt endlich den Mottenschlüssel haben wir bekommen, aber den Schlüssel fürs Telefon. Ja, da ist nur Weichspüler drin. Da ist auch nichts drin. Ich habe das Gefühl, hier können wir uns so einigermaßen normal bewegen. Oh, hier ist der alte Trakt jetzt. Oder? Das ist nichts. Also ich denke mal, ein Schlüssel wird auch eher in der Schublade sein. Das war das seltsame Bild. Das war das Kino, was zu war. Tja, wo findet man so einen Schlüssel? Wie entsperrt man so ein Telefon? Hier waren wir auch noch nicht drin. Sehr gut. Korrosionsschutz. Ich werde nicht verrückt, ich bin nicht besessen, es ist in der Luft, im Essen. Sie vergiften mich. What the hell is going on with you, Andrea? I
I must have they completed the their chores? Obviously not. Gott, was hat sie denn? Packt sie denn da rein? It would be best if I just told him I don't work with crybabies. The only one who actually gets any work done around here is me. It's all their fault. Was mich gerade gewundert hat, dass sie die ganze Zeit immer gequatscht hat. It's the key for the padlock. Ah, alles klar, super. Ah, super. No, you want to play hide and seek? I've been hurt. I have to hide. They're coming. Crap! She locked the door. I'm trapped. So, wir bleiben jetzt hier erstmal. Aber wir haben den Schlüssel für das Vorhängerschloss, das ist schon mal gut. Dass sie sich auch gleich wieder verpisst. Mensch, ich bin doch schon längst bei dir in der Lounge. Bleiben wir jetzt hier noch ein bisschen hocken, würde ich sagen. Sagt, die erwischt mich nicht. You can do it, Jen. You can do it. Okay, scheint ja weg zu sein. Will ich hier noch was mitnehmen? Nee. Schleichen wir mal. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sie wieder in ihrem Zimmer ist. Jetzt ja Exit, aber wird ja kein. Was ist das Telefon? It works. So, entsperre das Telefon in der Lounge, haben wir gemacht. Geh in Zimmer 213 und finde Elisa. Die Aufgabe, ne? Die nächste. Bitte Lisa um Hilfe, finde einen Weg in Zimmer 213. Okay, dann müssen wir erstmal gucken. Zimmernummer wählen, gefolgt von
Raute für die Zimmer. Stern, Zimmernummer wählen. Gefolgt von Raute. Okay. Also. Jetzt die Raute. Think now. I have to make sure not to get caught. Oh God, I hope they don't find out. It would be best if I just told him. I don't work with crybabies. Ah, Mitch. Mach die Tür auf. Laufen. Laufen, laufen, laufen. Wird ja wohl nicht hinterherkommen. Da das jetzt sagt, bitte Elisa um Hilfe finden, einen Weg, Zimmer 213 zu öffnen. So, was war mit dem Anruf? Scheint weg zu sein. Hier die Zimmernummer noch mal. Es ist echt laut, wenn sie läuft. Bolle hat immer so mit ihren Schritten. Ah, da ist irgendwas. Sie für eine Figur, die leuchtet, aber ich kann die irgendwie nicht aufheben. Komisch. Die Figur wird jetzt hier nicht angezeigt. So. Jetzt müssen wir erstmal zu Zimmer 213. Das heißt, wir müssen die Prozedur hier erstmal öfter durchziehen. Wir müssen hier ein bisschen langlaufen. Was ist das? Mottenschlüssel. Uns verstecken. Übrigens nochmal an die Hersteller der Spiele. Wenn man da durchgucken kann, wenn man den Deckel halb auf hat, dann ist das kein Verstecken. So, wir schleichen uns jetzt hier nochmal ein bisschen. Ja. Anspannung pur, sage ich nur. Nämlich auch, es ist nicht so direkt eine Angst, die man so spürt, sondern hat einfach keinen Bock, dass die Alte einpackt und man von vorne anfangen muss. Das ist, glaube ich, eher so das Problem. Wir müssen jetzt geradeaus, glaube ich, wieder, ne? Sonst wieder an ihr vorbeischleichen.
Können ja mal in den Keller gucken. Dass wir die Möglichkeit haben, sonst was anderes zu machen, außer im Keller irgendwie in der Elektrik rumzufummeln. Können ja mal gucken. Erstellbare Gegenstände. Das sind Ablenkungsgegenstände. Uns verstecken. Okay, wir müssen erstmal. Wie heißt der nochmal? Ich sage immer Lisa. Elisa heißt sie ja. Das Spiel speichern. Machen wir doch mal. Ist das jetzt gespeichert? Ja, hat sie gemacht. Also an den Uhren können wir jetzt mal speichern. Das ist gut zu wissen. So, noch mal an ihr vorbeikommen. Weil die Zimmer 213 und so, das muss jetzt quasi hier gewesen sein. Gott, ey, wenn ich so laufen würde, dann würde ich ja Rückenprobleme kriegen. Gut, schleichen passiert erstmal nichts. So, das müsste ja Zimmer 212 sein, ist ja unsers. Und ihr Zimmer ist ja die 213. It would be best if I just told him. I don't work with crybabies. Das müsste ja unser Zimmer hier sein, ne? 212, genau. Das war eine goldene Beschilderung dran. Und 213 müsste ja hier sein. Das ist quasi von Elisa das Zimmer. Elisa? Where did everybody go? Oh, sie ist ja gar nicht da. Geh zum Balkon. Wir sind ja da auf dem Balkon. Bin ich im Balkon gegangen, aber da ist nichts. I shouldn't have encouraged Lynn to take part in the contest. And maybe I wouldn't have almost lost an arm. What was going through your head, Lynn? Können wir uns verstecken? There's no power! It won't work! Die Anleitung, aber bestimmt ohne Stromkabel. Bringt uns das nichts. So. Ah!
Toll. Elektrisches Kabel haben wir gekriegt für den Keller. Okay, das ist schon mal gut. So, jetzt gucken. Repariere das elektrische Kabel. Okay, und dann sollen wir erst... Repariere das elektrische Kabel. Und dann sollen wir erst zum Balkon. Das heißt, wir müssen erstmal in den Keller. Ich gehe auch davon aus, dass die das... den Keller mal mit dem elektrischen Kabel. This is supposed to be a hotel. It feels more like an orphanage. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo diese blöde Treppe noch mal war. I told Ashman that we didn't need desperate children. Ich glaube, wir müssen hier lang. Boah, ich dieses Geräusch schon höre, ey. Das ist wie beim Zahnarzt. Weil er keinen Bock drauf hat. Aber ruhig bleiben. Macht sie eigentlich nichts. Also das heißt, man muss das ganze Spiel über eigentlich nur schleichen. Hoffe ich doch. Auf jeden Fall wird sie, wenn sie hier lebend rauskommt, einen riesigen, also einen bestialischen Rückenschaden haben. Aber jetzt bin ich mal gespannt, ey. Ich meine, wir konnten die Sicherung noch nicht mal anmachen. Jetzt sollen wir da irgendwie was reparieren. Yes, yes, please. Yes, I did it. So, und riegel den Safe im Zimmer 213. Jetzt müsste das... Nutze Lounge bitte um Hilfe. Entriegel den Safe im Zimmer 213. Okay. Machen wir das doch mal. Trotzdem düster hier. Das heißt, wir müssen wieder zurück. Mann, 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 ey, das ist aber eine Atmosphäre, sage ich euch. Ich bin ja nicht so ein Fan von diesen Schleichspielen. Aber was willst du machen? Wenn man es einmal angefangen hat und jetzt so einigermaßen klarkommt, geht es ja, aber die Steuerung am Anfang. This is supposed to be a hotel, but it feels more like an orphanage. Gerade wenn du dann angegriffen wirst von der Alten und du weißt gar nicht, wie du dich verteidigen sollst. Obwohl man ein Messer hat, kann man damit nichts anfangen. So, jetzt sind wir gleich in 213. Jetzt sollen wir den Code knacken, also den Safe aufmachen. Da bin ich immer gespannt, ob wir... es so rauskriegen oder ob wir irgendwas Spezielles eingeben müssen. Also, oder ob sie den Code kennt, oder? Look at the code be. Ja, wenn ich wüsste, wie viel stellig der ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, wo kriegen wir den Code her?
schauen wir mal. Ihr habt doch irgendein Schriftstück hier liegen gehabt, oder? So, gelange an die Spitze der Welt. Talentwettbewerb für junge Amateurkünstler und Komponisten eigene Songs. Sammelbares Wettbewerbsflyer. Hotel 1973. 1962. So, Platte safe im Zimmer 213, sicher safe. Anrufen unter 62 131, falls Sie Ihren Code vergessen haben oder technische Hilfe benötigen. Das bringt ja auch nichts. Können ja nicht bei der alten anrufen, 62 131, oder? Zumal, was mir mal aufgefallen ist, hier gibt es auch gar kein Telefon. Also hier ist kein Zimmertelefon, wo man vom Zimmer aus anrufen kann, oder? Probieren wir es mal mit ...1973. Ne. Probieren wir es mal mit 6 6 2 1 2 2. Probieren wir es mal mit 1963. Was ist denn in der Schutt-Tool? Achso. Probieren wir mal. Oh, wir haben ihn. Yes, yes, yes. So ein Ding. Schlüssel für den Balkon. The French window. Bin ich auch mal gespannt, wo wir da landen. So. Was steht denn da? Das haben wir alles gemacht. Muss es ja theoretisch eine neue Aufgabe geben. Vielleicht können wir ja entkommen. Na, der muss ganz schön was aushalten jetzt hier bei der Kälte. Alter! Dann können wir jetzt auch laufen. Window, I must find.
find a way to reach it. Ah, oh, schnell weg. Oh. Scheiße, jetzt haben wir den Vorspann weggedrückt, oder? What are all these cages doing here? Auf jeden Fall haben wir es durchs Fenster geschafft. Ach du Scheiße. Verstecken kann ich mich nicht. Wo sie gesagt hat, ich soll es tun. Ist auch wieder ein Messer, aber nimmt sie wieder nicht. So, wir kommen jetzt hier nicht raus. Hier ist der Spiegel. Sie sammelt hier natürlich alle Sachen 10-mal ein. Tja, was machen wir jetzt? Seltsamer Mensch. Ich kann auch gar nichts mehr aktivieren irgendwie. Mich hier verstecke oder so, geht gar nicht. Das haben wir uns schon angeguckt. Ist alles komisch grau unterlegt. Will ich hier abhauen? Nee. Oh, ein Messer.
Das ist bestimmt ein Fehler im Spiel oder so. Aber wir kommen jetzt hier nicht weiter. Steckt man sich jetzt hier im Schrank und dann ist das Spiel vorbei. Aber es ist vorbei, aber der Part ist erstmal vorbei. Eine andere Möglichkeit, wo ich mich verstecken kann. Ja. Nee. Freunde, müssen wir Schluss machen an der Stelle. Das Verstecken haut hier nicht hin. Das ist ein Fehler im Spiel. Kann ich nichts machen. Ist auch nicht irgendwie, dass ich hier was Falsches mache oder so. Wir haben ja auch gar keine anderen Optionen mehr, außer uns zu verstecken. Tja, müssen wir nochmal zum Hauptmenü. Aber. Ich würde sagen, wir machen auch erstmal Schluss an dieser Stelle. Ich bedanke mich erstmal für eure Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns auf jeden Fall in eines der nächsten Videos. Lasst nochmal ein Abo da, liken nicht vergessen und dann würde ich sagen, bis dahin.